Die Schlagzeilen um Michael Wendler wollen einfach kein Ende nehmen. Zuerst verärgert der Schlagersänger seine DSDS-Juroren mit seiner Ausreise in die USA, weswegen er die Castings ohnehin verpasst hat. Und nun verkündet er ganz offiziell seinen Ausstieg. Das ist eine Entscheidung, die ich selber hier und heute für mich getroffen habe. Ich wiederhole, der Sender hat darauf keine Einwirkung gehabt auf meine Entscheidung und hat diesen Entschluss auch nicht getroffen, sondern alleine ich. Besonders traurig scheint deshalb aber niemand zu sein. Pop-Titan Dieter Bohlen äußert sich auf Instagram und sagt dazu: Und was hat meine Mami immer zu mir gesagt? Sie hat gesagt: Dieter, die größten Probleme erledigen sich oft von selber. Du musst nur so ein bisschen warten. Der Ausstieg ist gerade einmal ein paar Stunden her, doch die DSDS-Fans verschwenden schon keinen Gedanken mehr an den Wendler, sondern fragen sich vielmehr, wer ersetzt ihn? Für sie gibt es nur eine richtige Antwort. Wir wollen Pietro wieder haben, wir wollen Pietro sehen, wir wollen Pietro sehen und holt den Pietro zurück. Doch was sagt der 28-Jährige dazu? Auf Instagram schreibt dieser: Ich glaube, RTL und DSDS wissen ganz genau, dass sie immer auf mich zählen können, denn ich bin ein Teil der DSDS-Familie. Einmal DSDS, immer DSDS. Doch in so ein paar Sätzen kommt seine Freude über die vielen Fan-Nachrichten gar nicht richtig rüber, weshalb Pietro noch einmal sein Gesicht in die Kamera hält und betont: Wenn man mich braucht, bin ich immer da. Ich bin durch DSDS der geworden, der ich heute bin. Und in meinen Augen einmal DSDS, immer DSDS. Das heißt, wenn es brennt, Lombardi ist da. Und schaut jetzt mal Real Talk. Schaut euch mal das Lächeln an. Klingt ganz so, als gäbe es einen Gewinner in der Sache. Wir sind gespannt, ob der Sieger der achten Staffel als Jurymitglied zurückkehrt.